Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Update von mir. Kurzes Garten-Update, und zwar die Tomaten fangen jetzt an langsam rot zu werden. Eine war schon rot, die habe ich schon geerntet. Und ehrlich gesagt, sie hat übel geil geschmeckt. Die war zuckersüß gewesen. So, da hinten die Gurken, da kümmere ich mich gar nicht mehr drum. Die sind hin, die gieße ich jetzt auch gar nicht mehr. Ja, die Ziergurken auch nicht mehr, da habe ich ein paar geerntet. Und ja, hier unten meine Zitronenpflänzchen. Hier ganz interessant, die Venusfliegenfalle kriegt jetzt zu Blüten. Das heißt, ich habe hoffentlich bald ein paar Samen. Neue, dann hinten Aubergine. Blühen wieder neue, und unten seht ihr schon, hier hängen die Apparate dran. Physalis habe ich auch schon einige geerntet. Machen wir auch gleich mal eine ab, wenn wir eine Reife finden. Dann ist unsere Paprika hier. Haben wir auch einige dran hängen. Die dauern aber noch einige Zeit. Dann, ja, das hier sollten eigentlich Chili werden, aber sind wahrscheinlich doch Paprikapflanzen. Ich bin da aber noch nicht ganz sicher. Deswegen warten wir da noch ein bisschen ab. Beim Mais unten, den ich angepflanzt habe, im unteren Bereich, da habe ich, denke ich mal, so 10 bis 20 Maiskolben demnächst zu ernten, aber das dauert auch noch einige Zeit. Bei den Auberginen frage ich euch jetzt mal, wann sind die eigentlich reif? Wann kann ich die ernten? Weil ich traue mich jetzt noch nicht, die abzumachen. Ich will noch ein bisschen warten, aber vielleicht habt ihr da ein bisschen Erfahrung drin und könnt mir ein bisschen was schreiben, wie ich das zu handhaben habe. So, jetzt gucken wir mal hier bei der Pflanze, bei der Physalis. Da war irgendwo, genau, und zwar, oh, geht schon von alleine ab, hier, genau, die wo gelb sind, die Blätter, die Pflanzen sind dann, Moment, ich mach's mal kurz auf, die Früchte sind reif. So, sorry, mein Handy ist gerade abgebrochen, und zwar sieht die ganze jetzt so aus. Das ist eine ziemlich kleine. Ich hatte schon einige riesen Früchte dran gehabt. Die schmecken auch extrem süß. Werde ich gleich mal eine probieren. Und einfach nur top. Übel geil. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal.